Usi-Fans, es ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für Wochenendsongs. Heute, ja, zum einen eine Band-Neuvorstellung in gewisser Weise und zum anderen eine CD-Präsentation. Also wir haben heute viel vor. Das ist die Gruppe Dorschau her. Grüß dich! Servus! Habe ich Erenk. Ja, die fleißigen Waldmusik-Zuschauerinnen und Zuschauer kennen da schon das ein oder andere Gesicht. Der Franzi, der Pöschl-Franzi war schon mit dabei. Der Günther an der Gitarre war schon mit dabei. Ja, wer da hinter sitzt, der war noch nicht dabei im Adidas-Leiberl, gell? Ja, Alex, ich bin das erste Mal dabei. Ja. Bei euch. Ja. Der Andi. Ja. Ich als Andi. Ja. Als Laum. Ja. Schön, dass du dabei bist einmal, gell? Ja, freut mich. Okay. Aber Günther, du bist mal nicht der Chef von der Truppe, ja, oder? Mehr oder weniger, wir haben keinen Chef nicht und sagt jeder, was er meint. Ja. Und dann redet er dort, was er meint. Ja. Ganz einfach. Da schau her, stell mir die Truppen zuerst einmal vor. Bisserlebs haben wir schon gesagt. Ja, genau, wie gesagt, da schau her, gibt es schon seit 2012 in verschiedenen Besetzungen. Mhm. Und wir sind eigentlich da schau her und Freunde. Ah, also ja. Definitiv, jeder hat noch nach wie vor seine eigene Gruppen. Mhm. Und wie gesagt, das war halt ein Gemeinschaftsprojekt für uns dreien, weil halt jeder gern spielt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wo kann man mal etwas machen, wo man wunderschöne Walzertitel von Dorschau her, wie gesagt, meine Freunde, Dorschau her mit Freunden, passt. Ja, hast du eh gesagt, jeder hat seine Gruppen, der Franzi natürlich, die Osterwinkler, nach wie vor ganz viel unterwegs. Weil schaut es bei dir aus, hast du noch andere Gruppierungen, wo bist denn du unterwegs? Ja, ich bin früh Blasmusik technisch unterwegs, ah, ja. Also mit dem Weiß-Blau Königsdorfer, Sepp Bühlmeier, Dirn Storner. Im Tegernseer Tal mit der Ganzjäger Tanzelmusik. Im Tegernseer Tal? Ja, berufliche Minga. Ach so, da kommst du, da hast du da gleich ein wenig angeknüpft, genau. Oder? Da bin ich über die Warengauer Blasmusik da reingekommen, die haben dann Bassisten gesucht. Da habe ich gesagt, ich helfe aus und seitdem bin ich da mehr oder weniger auch Bestandteil von der Ganzjäger Tanzelmusik. Also bist du voll unterwegs das ganze Jahr über, oder? Soweit es der Beruf zulässt, ja, bin ich gut unterwegs. Ja, und hast doch noch Zeit gefunden, dass du mit dem Günther, mit dem Franzi da so eine wunderbare CD aufnimmst, auf die möchte ich jetzt gleich zum Sprecher kommen. Du hast gesagt, es sind schon einige Produktionen entstanden von Dorschau her, oder? Das ist richtig, das ist jetzt die 10. Produktion von Dorschau her. Ja, wie gesagt. Ja, passt. Und jetzt spielen wir gleich mal einen Titel davon, oder? Unbedingt, genau. Ja. Wie gesagt, ein Walzer Obergrenner Titel, wie sagt man da? Ein schöner Titel, ruck mal hier und ruck mal her, genau. Im Stile von dem Honeycomb-Trio eigentlich, ah, ja. Weil der Günther ist da schon ein Fan auch seit seiner Kindheit und da hat er so ein Stück geschrieben in ihrer Art. Und den machen wir jetzt. Die Nummer ist von dir. Für euch. Die Nummer ist von mir. Kann doch nur gut werden. Wow. Und dann haben wir das Bartel. Genau. C, gell, glaube ich. Ja. Zieh dir auch, wenn die passen. Thank you.
ein Schnickerl wert, oder? Da ist ein Prost miteinander. Prost, 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 Prost. Twirtin, passt euch soweit. Twirtin ist hinter der Kamera. Geh mit einer ein wenig, dass man das sieht. Geh, schau her. Sitzt die her ein wenig zu uns? Ding ein bisschen genauer. Sitzt die her? Nein, musst du noch ein wenig umrücken. Ohne mal da kann man, genau, da kann man gleich mal klären, wo wir uns gerade befinden, da, oder? Okay. Ja, jetzt sind wir da bei unserem Freund, bei unserem Freund am Feldbauernhof in Hinteröd. Das ist bei Lang, also ganz am Waldesrand herum. Und da dürfen wir heute das wunderschöne Video für euch machen. Das freut uns natürlich. Und die Annemarie und der Andreas, die sind heute schon den ganzen Nachmittag da für uns. Ja. Und sind versorgen uns mit, versorgen uns mit Getränken und mit Essbarem und ist immer wieder schön herum. Ein super Wanderlokal, da muss man sagen. Ja. Am Ostersee man raus, ist Wahnsinn, wirklich ey, eine schöne Sache. Habt ihr es die ganze Woche offen oder nur Wochenende? Nur am Wochenende. Wochenende. Samstag und Sonntag und auf Anmeldung. Auf Anmeldung. Ja. Also kann man da auch mal mit einer Geburtstagsfeier vorbeischauen, wenn es ist. Selbstverständlich. Okay. Also liebe Leute da draußen, wenn ihr mal irgendwie eine Location sucht zum Herwandern oder zum Geburtstag feiern oder sonstige Aktivitäten, da hat es beim Feldbauern da herum genau richtig, gell? So ja, ja, wunderbar. Ein Haus und Hof und die machen wir natürlich auch, wir sind in der Kirche, gell? Ja, die geht mal wieder auf, gell? Passt. Der passt auf euch aus, das feiert euch gar nicht gesehen, gell? Ja, eine super Sache. Ja, jetzt weg. Ja, jetzt weg. Was ist denn jetzt das, diese CD? Wo hat es denn die Aufnummer? Hat es denn in ein Tonstudio gegangen? Oder? Da sind wir gerade in ein Tonstudio gegangen, und zwar so die Sarikorts in Lohberg, super Plattenfirma, super Tonstudio, auch gerade zu meine gegeben. Ja, die habe ich nicht, auch gerade zu fallen. Nicht. Ja, wie gesagt, waren wir jetzt bei mir und es war eine wunderschöne Zeit, haben wir gleich gehabt, zack, zack, zack. Mhm. Ja, mit singenden Musikanten, da braucht man nicht lang wahrscheinlich, oder? Nein, da geht das ratzifatz. Ja, ein bisschen mehr Bier ist aufgegangen vom Kind da drin, also bei den Augen. Achso, Umsatz, nicht so schön, aber weil ansonsten. Der Kind da trinkt normal nicht viel Bier, muss man sagen, aber ja, da, wenn du zwei hast, du schon mal ab und zu mal. Eine frische Masse für den Herrn am Bass. Ja, genau. Ja, schön. Ja, das ist wirklich eine schöne Sache geworden. Jetzt kommt man eh gleich noch mit einen Spinn drauf. Ja, da fährst du ja gleich noch einen drauf, da genau. Ja. Da haben wir noch einen Walzertitel von mir. Bei dir bedanke ich mich. Und da leid war damals zuerst Namen. Und uns Kreuzer. Ja. Und dann ein Instrumentaler. Und zwar mit dem Titel zusammen, das dürfen wir auch gerade sagen. Ja. Der Radio Schwani Hitparade. Wie gesagt, auch fleißig voten. Schwani.de. Die Bierbrauer Polka. Mhm. Ein Titel vom Linkseisen Andi, sein Papa. Ob ich glaube, das kannst du selber schon mal sagen. Kurzfassung. Kurzfassung, ja. Die Bierbrauer Polka, die hat der Papa mal vor, sag mal, vor 15 Jahren oder die komponiert für Akkordeon. Und dann haben wir wieder mal so zusammengesessen, der Günther, der Franzi und ich, und gesagt, gleich spielen wir mal ein altes Liedl vom Bab, die Bierbrauer-Polka. Und dann haben wir so auf den Nenner eigentlich gekommen, der passt gut auf die CD ohne. Ja. Günther, weil schaut es aus und sagt, der Günther gesagt, das passt. Und Franzi fragt, hast du auf weg? Sagt der Fralle, machen wir Bierbrauer-Polka auf der CD. Da schau her, dem spielen wir euch jetzt, da die sagen, ne? In genau. Gedenken an Klingseisen Andi. Genau, in Gedenken an Papa. Unbedingt. Ja, if du, always if du. Thank you.
super Nummer! Schieflucht, Respekt. Wahnsinn! Ja. Respekt! Ach, das ist schon noch mal Schlickerl drauf, oder? Ja. Okay. Christel. Prost! Mhm. Wie haben wir das jetzt auf? Haben wir jetzt drauf gekommen, wo die CD aufgenommen worden ist, wird es ein wenig so Satz. Aber wir haben eins noch nicht geklärt. Wo kann man denn die CD kaufen? Lebenswichtig, entweder in dem Fall beim Franzi, aber der Franzi sagt es dann gleich selber, oder aber am Gschittern einige bei Google, die ist Harry kurz oder da, schau her. Einfach Kontaktformular oder eine Mail, WhatsApp. Was mir noch ein, oder okay. Für alles Mögliche. Eine E-Mail. Und dann schickt man euch ganz gerne die CD zu. 50 Euro plus Versand, Schnäppchenpreis. Was will man mehr? Und ab 1000 gibt es eine Sonderermäßigung. Kostet 14,99. 14,99. Und bei dir kann man es selber auch kaufen, oder? Genau, bei mir kriegt es auch. Und zwar unter der E-Mail-Adresse poeschel.franz@web.de. Oder es ruft es mir einfach an oder schreibt es mir WhatsApp unter 0160 935 45351. Und wer das nicht mag, der kommt einfach vorbei bei mir im Musikgeschäft. Da kriegt es auch im Musikdiscount 24. Das ist direkt an der B85 zwischen Fichtag und Ring. Vielleicht besucht es mich da einmal und dann kriegt es auch. Das Musikgeschäft unseres Vertrauens, gell? Genau, das ist wirklich so. Ja, ich kann die ganzen Kontaktsachen und Telefonnummern da alles unten in die Beschreibung noch ein und dann könnt ihr das in Ruhe nachschauen. Wer jetzt das nicht verstanden hat oder nichts zum Schreiben da gehabt hat, kann sich es abschreiben, die ganze Sache. Ja, bevor wir die letzte Nummer machen jetzt, hätte ich schon eine Frage, wie schaut denn das in Zukunft aus, Frank? Habt ihr da vor, da mehr zum Spielen in dieser Richtung oder Günther? Ja, das war eigentlich schon geplant, wie gesagt. Wenn er natürlich jeder Zeit hat, dann echt nur schon, wenn es geht, irgendwie auch zu dritt spenden. Alles Mögliche, was ich da gerade daherkommt. Und so haben wir für heuer schon, oder haben wir eigentlich auch für heuer schon ein paar Engagements, sage ich jetzt hier einmal. Ne? Also kann man eigentlich in dieser Besetzung natürlich auch natürlich, selbstverständlich, sehr gerne. Und wie gesagt, da egal wo, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Egal wo, wie gesagt, wenn es passt, sehr gerne. Ja, schön. Ja, dann haben wir noch einen Titel, oder? Ich werde sagen, einen tun wir gleich noch. Einen tun wir noch drauf, von der CD aber natürlich. Musik und Text ist wieder von unserem Maestro Herrn Zimgiebel, gell? Und zwar heißt der Im Herzen oft alleine, da spricht er wenigstens so die Musikanten noch, gell? Wenn man auf der Bühne ist, jedes Mal genau. Und dann gibt man Smiling und ja, und läuft geht es ja mal auch nicht so gut, gell? Aber ja. Du musst dann einfach das durchzwingen und ja, der Text passt recht gut, da hat er sich was einfallen lassen. Wirklich ein schöner Walzer im Stile von den Moskirner, ein rar heimlicher Fan. Ein bisschen so harmoniemäßig, also jetzt einfach hoch, liebe Freunde, und den machen wir jetzt noch gleich. Machen wir da S-Tour, glaube ich, gell? Ja, der macht Auftakt. Ja, jetzt dahin. Thank you.
Blödsinn auf der Hand. Ein Priester. Ja. Ein schöner Holzer. Günther, ich muss sagen, der ist dir gut gelungen. Wirklich. Danke, danke. Hast du dich schon erwähnt, dass ich ein Komponist bin? Nein, aber jetzt wissen es Leute. Genau, ich schreibe für viele andere Gruppen auch. Wenn jemand es braucht, sehr gerne. Wie gesagt, Tonstudio, Kompositionen. Alles gut. Ja, also örtlich, wenn wir das noch klären, kurz haben wir schon anschneiden lassen. In Lohberg ist die Studie. Lohberg, das ist bei Lahm. Wie gesagt, Lahm kennt man normalerweise. Lohberg ist Richtung Große Arber oder der, wo der Bayerwald Tierpark ist, das wissen zwischenzeitlich fast alle. Ja, gut. Also, kommt man am Günther nicht vorbei. Sollte so sein. Ja, das Video. Nur auf Umwegen. Nur auf, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die Schwarzenburg. Das Video neigt sich langsam dem Ende zu. Ich bedanke mich schon mal ganz, ganz herzlich bei Enk, dass ihr die Zeit gefunden habt, dass wir zusammenkommen und Enk eine wunderbare CD vorstellen. Habt ihr noch irgendwas, was wir in die große, weite YouTube-Welt rausbringen müssen oder sollen? CD kaufen, mehr sage ich nicht. Ja. Meinerseitige. Zum Weinbau kommen. Genau. Meistens am Sonntag Nachmittag spielen wir oft das Dritte, Franzi, meiner Wenigkeit Günther, oft mit der Alex, wenn er Zeit hat. Genau. Genau, und der nächste Termin vielleicht. Genau, so hat der ein oder andere jetzt Lust bekommen und ist am Geschmack gekommen und denkt sich, ja, die möchte einmal live hören, die drei Burschen. Am 18. März sind wir beim Lindenbrein Getzding, die Vorgruppe. Und da spielen auf Nacht dann die Innsbrucker Böhmischen, dann kann man das gleich verbinden. Mit uns sind unter anderem auch noch andere Vorgruppen dabei. Und das könnte ein recht schöner Tag werden für alle Blasmusik- und Obergreiner-Freunde und Freunde der Volksmusik. Eine super Sache. Habt ja. Oder was sagt? Habt ihr Bock auf eine Zugabe? Machen wir einen Schnackler noch? Ja, freilich. Haben wir noch drauf? Haben wir noch drauf? Genau, es fällt out und mit dem lassen wir es ausklingen, oder? Genau, ein Stickerl von seinem Papa, ein wunderbarer Bursche. Genau, ich möchte es nicht versäumen. Alex von Gelsgut, danke für die Möglichkeit. Ja, natürlich. Gerne. Wie gesagt, wir wünschen mal den Facebook-Hörern, sehen, nur eine schöne Zeit. Und vielleicht kommt es irgendwann einmal vorbei, da hat uns gefreut. Da schau her mit Freunden, Franz Pöschl, Klingseisen, Andi, meine Wenigkeit, jetzt sind die Günther. Und der Alex, der war mitmachen, wenn er Lust und Laune unbedingt. Hat. Unbedingt, also jetzt haben wir eingegruft, gell, mit dem Boss auf. Jetzt geht's, ne? Dann mache ich gleich schon die Verabschiedung, sagt, liebe Leute, bleibt gesund, macht es gut und bis bald im Wald. Servus. Servus! Und jetzt spielen wir noch, lassen wir es ausklingen. Auf geht's! Jawohl! Thank you.